So. Und jetzt müssen wir uns sicherlich... Jawohl, genau. Ja, den da vorne brauchen. Ah, der ist noch zu weit weg. Gut. Dann machen wir das auf Raten. Komm, Batman. Zirk die, zirk die. Jawohl. Ja, ja. Und wie kann ich das wieder loslassen? Okay. Gut. Und wir ziehen uns weiter. Was ist das eigentlich, dieses Zeug da, Alter? Das muss ja urwas Böses sein von den Klebergranaten, bitte. Das ist ja heftig. Aber egal. Ganz egal. Okay, da hinten geht's weiter. Ja, super. Bin ich jetzt wenigstens auf der anderen Seite. Jawohl. Na, das war wieder ganz glorreich. Okay. Eine Türe. Schauen wir, was uns hinter der Türe erwartet. Oh oh. Ach du Kacke. Du wirst in deinem Leben betteln. Das wird ja eine Lektion sein. Ach Gott, irgendwie bin ich da jetzt total. So. Okay, dann machen wir schon mal diesen hier. Und dich auch. So. Dann machen wir es halt so. Da bin ich jetzt reingekommen. Gehe mal davon aus, dass ich hier weitergehen muss. Okay. Ist noch irgendwo was? Nö, dann geht's weiter. So, Batman. Durch die Tür mit dir. Aha, Eingang zu Baines Hauptquartier. Dann schauen wir uns einmal um da beim Bane. Schauen wir uns da mal schön auf gemütlich um beim Bane. Naja, wieder eine Türe. Schauen wir, was uns diesmal dahinter erwartet. Ist das eine fette Überwachungskamera da oben? Kann man die irgendwie vernichten? Nein. Kann man nicht. Was hinter der Tür Schönes ist. Ein Peilsender ist hier irgendwo. Das heißt, dass Bane auch hier ist. Okay. Stehen da schon wieder so Bomben rum, oder was ist das? Was kann man mit dem machen? Projekt TN1. Bane experimentiert wohl mit einer neuen Art Venom. Was auch immer es ist. Es muss die physiologischen Schäden an der Leiche im GCPD verursacht haben. Ach so, dieses Drogenzeugs da. Okay, da hinten geht's weiter. Aber jetzt möchte ich vorher noch da reinschauen. Was ist da? Nix. Was tut sich da hinten? Ich schau jetzt da vorne mal rein, genau. Da ist sicherlich irgendwas drinnen. Irgendwas gibt's da sicherlich. Ja, genau. Beeindruckende Arbeit. Aber Bane hat anscheinend keine Lösung für die schädlichen Nebeneffekte der Verbindung am Gedächtniszentrum des Gehirns gefunden. Ach so, so schlau ist der Bane. Das traut man ihm gar nicht zu, oder? Naja. Vielleicht auch nur ein verkappter Nerd, der Bane. So. Mal ein bisschen umschauen, dass wir nicht wieder irgendwas übersehen. Okay.
Abschiedsgeschenk da lassen. Alfred, Bane weiß, wer ich bin. Du bist nicht mehr sicher in Wayne Manor. Verstanden. Ich rufe die Polizei. Nein, ich darf nicht riskieren, dass auch sie meine wahre Identität aufdecken. Verbarrikadier dich in der Bathöhle. Was werden sie tun? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich überlege mir was. Ich muss zurück zur Bathöhle. Schnell. Gerne zur Betthöhle zurück. Na gut, das kann nicht so schwer sein. Was haben wir da Schönes? Ein bisschen Bagel drucken. Da hat der Bane sicherlich trainiert. Okay, muss ich da jetzt wieder raus oder wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe doch keine Ahnung. Da hinten war ich doch noch nicht. Aber es ist doch weitergegangen, oder? Achso, ja, scheiße, natürlich war ich... Uiuiui, ich verliere schon wieder die Orientierung. Das liebe ich, ja, aber das wisst ihr ja schon. Wege suchen ist nicht meins. Das ist ja nicht wirklich was Neues. So. Also, da bin ich reinkommen. Das heißt, da muss ich auch wieder rauskommen. Im Normalfall, ne, würde ich einmal sagen. Sind wir wieder in der Kanalisation. Wiederhole. Verdächtiger hat ein Jetpack und einen Flammenwerfer. Mehrere Geiseln an der Pioneer Bridge. Firefly. Er weiß wohl nicht, dass der Joker geschnappt wurde und bringt diese Leute in Gefahr. Wegen mir. Delta 65 an Zentrale. Wer ist der leitende Offizier bei der Pioneer? Captain James Borden ist leitender Offizier. Na gut, jetzt haben wir einen Firefly auch noch am Knack. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das ist. Aber soll ja auch egal sein, oder? Soll ja auch egal sein. Jedenfalls, also der Bane weiß jetzt, wer der Batman ist. Sprich der Bruce Wayne, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt ist... Okay. Der Alfred in Gefahr, der Butler. Ja, das gehört nicht. In der Brücke könnten viele Leben auf dem Spiel stehen. Wenn ich okay, Fireflies Funk hacken kann, kann ich mehr rausfinden. Ja, dann hack mal seinen Funk. Und wenn die Cops irgendwas versuchen, töte ein paar Geiseln. Kein Ding. Und wann machen wir die Bomben scharf? Erst wenn die Fledermaus auftaucht. Ihr wacht die ganze Nacht, wenn es sein muss. Es geht hier um 50 Millionen. Alfred, Firefly hält Geiseln an der Pioneer Bridge fest. Ich muss mich um ihn kümmern, bevor ich zurückkomme. Die Polizei kann doch sicher mit Mr. Linz umgehen. Besonders nach dem, was wir gerade erfahren haben. Ich kann diese Geiseln nicht im Stich lassen. Sie sind nur wegen mir in Gefahr. Wegen dem Kopfgeld des Jokers. Achso. In der Betthöhle bist du sicher. Die Hand am Ohrwaschel, deswegen geht's nicht. Ich dachte, da muss doch irgendwo aufgehen. Genau, da bin ich ja gekommen. Da muss jetzt nochmal irgendwo eine Tür sein. Und dann bin ich wieder draußen. Jawohl, genau. Sehr gut. Naja, ein bisschen was haben wir doch gemerkt. Ist noch nicht Hopfen und Malz bei mir verloren. So, jetzt mal da gleich abhauen, dass wir da nicht wieder irgendwelche Typen in die Arme laufen. Irgendwelche depperten Sniper. Da drüben, genau da rennt einer rum. Oh, doch nicht. Da oben sind die. So, wo muss ich denn hin? Zur Brücke irgendwo hat's doch geheißen gerade. Die Matterei nicht. Aber das hat den Chef von uns verlangt. Und wenn wir eine Falle stellen, die Feder muss. Ach du Kacke. Pass auf! Wo schießt der hin, Alter?
Den ist jetzt ungefähr so gegangen wie mir, der hat auch ein bisschen die Orientierung verloren, würde ich einmal sagen. Okay. So. Ist doch scheißegal. Du musst zu dieser depperten Brücke. Im Gange. Lass dich nicht von ihm erwischen! Was glaubst du, wer er ist? Da ist wieder einer mit einer Waffe. So, jetzt schauen wir, dass wir da mal ein bisschen. Runter kommst du nicht! Ja, die Fledermaus, der da schaut. Okay, haben wir das auch wieder erledigt. Wieder 6000 Erfahrungspunkte gebracht. So, Verbrechen im Gange zahlt sich allerweil aus. Oh Gott, wieso kann ich da wieder nirgends drauf? Ich schaue jetzt einmal auf die Karte. Da, ich glaube, ja genau, da muss ich doch rum um dieses Ding. Da kann man nicht drüber oder irgendwie so ähnlich war das doch. So, da rennt auch schon wieder einer rum. Dann habe ich geholfen. Du hast uns gerettet. Also lass ich dich diesmal gehen. Beim nächsten Mal wirst du eingebuchtet. Ey, du bist jetzt so froh, dass ich da keine auf die Schnauze hauen kann. Freund. In Position und wartet auf meine Befehle. Provoziert oder greift den Verdächtigen nicht an. Er hat Geiseln auf dem unteren Bereich der Brücke. Geht einfach in Position. So. Okay. Da drüben muss ich hin. Ich muss Firefly von der Brücke weglocken, damit ich mich nähern kann. Was? Setze die Flugroute des Batwings? Was? Was ist das? Batman ist hier! Wenn nur einer dieser Scheißbullen einen Fuß auf diese Brücke setzt,